Was geht ab, meine Seafighter aus Rio? Und im japanischen Druck haben wir El Carmen aktuell, beziehungsweise heute die Rank-Up-Missionen online. Dementsprechend holen wir uns auch heute die Stones ab und werden ein bisschen zusammen, Freunde, im Double Raid Banner von LR Trunks. Jedenfalls, Freunde, haben wir aber auch auf der japanischen Version hier eine neue Twitter-Kampagne. Geht am besten auf die Twitter-Seite von dem japanischen Dokumentel und tut da die ganze Zeit retweeten, die neuesten Beiträge. Und dann bekommen wir quasi, wenn wir die Steps erreicht haben, die aufgelisteten Sachen. Ist eine kleine Kampagne, aber dennoch 10 Freestones. Vor allem die Orbs sind sehr schmackhaft, Freunde. Einfach mitmachen, ist alles Freestuff an der Stelle. Auf Twitter gehen, wie gesagt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen von der japanischen Twitter-Page. Dann die Beiträge da einfach retweeten. Das merkt ihr dann auch, da steht dann dick und fett dran, Step 1. Oder ich habe das auch retweetet, bei mir auf der Page könnt ihr das auch sehen. Jedenfalls, Freunde, die japanischen Rank-Up-Missionen sind auch online. Wenn ihr bis auf Rank 500 kommt, dann erhaltet ihr zusätzlich, ja, das sind die älteren Missionen, das ist wie auf Global von Rank 10 bis Tralala 200 gab es ja Stones. Da kam aber jetzt noch zusätzlich Stuff hinzu mit Orbs etc. Also die zusätzlichen Sachen bekommt ihr auch, wenn ihr über 200 schon seid. Wenn ihr aber jetzt von 220 bis 500 einen Rank habt, dann bekommt ihr auch die aufgelisteten Orbs an sich komplett. Wenn ihr quasi 500 auf JP seid, bekommt ihr 120 neue Stones. Wir holen sie wie gesagt ab und dann haben wir im Double Raid Banner, Freunde. Die Finger, sie zittern langsam. Ich muss aber auch gedulden. Kennt ihr das, wenn ihr euch eine Grenze setzt für einen neuen Banner, auf das ihr spart? Meine Grenze war oder ist auf jeden Fall 500, Freunde. Und dementsprechend rede ich, by the way, Freunde, Accept All Button, richtig geil. Bam, einmal drauf drücken und schon haben wir die ganzen Stones. Meine Grenze ist hier die 500 Stones für die Movie-Charaktere auf der japanischen Seite. Und Freunde, die Movie-Charaktere... Ah, 632. 632, okay. Ah, 650 wäre nice, dann hätten wir 3 Multis, aber so werden wir, glaube ich... Ich will nicht, Freunde, auch wenn es vielleicht verkehrt nicht so schlau wäre, Singles rauszuhauen, die 30, weil es ein Double-Raid-Banner, Freunde. Ich erkläre gleich den Banner. Lass mich kurz sagen, was ich sagen wollte und dann kommen wir gleich auf den Banner zurück. Nämlich, auf der japanischen Version... Warten wir immer auf die Dragon Ball Super Broly Movie Charaktere und da will ich auf jeden Fall 500 Stones haben, wenn die online kommen. Wie gesagt, Freunde, 21.12. beziehungsweise jetzt die nächste Woche in den nächsten Tagen sollten wir auf jeden Fall Clyde bekommen. Sowohl auf JP als auch auf Global. Als Global ist aktueller Stand, Freunde, vom Leaker Team Duca. Auf jeden Fall Shoutout an ihn, dass Global zum Weihnachtsbanner wahrscheinlich erst Hit bekommen wird. Wir haben ja stark angenommen, oder ich zumindest, dass entweder zum 21.12. entweder etwas vorgezogen wird, die Movie-Charaktere kommen auf Global oder Hit, weil wir haben noch einen Hit, den wir wählen konnten aus der Election auf Global und es sieht höchstwahrscheinlich so aus, als wäre es Hit. Morgen ist auch eine Wartung, Freunde, für das Update 4.0.1 auf Global, heißt die Tage wissen auf jeden Fall mehr und wenn wir Clyde haben, wenn wir wissen, okay, das hat Hit drauf, das haben die Movie-Charaktere drauf auf JP, dann können wir einschätzen, okay, gehen wir rein oder nicht und so weiter sofort, Freunde. Nur noch ein paar Tage Geduld und dann wissen wir auf jeden Fall mehr zu dem Thema. Jedenfalls, jedenfalls sind wir im Double Raid Banner und zwar ist das wohl das beste LR Banner, das erschienen ist. Was macht es anders als die bisherigen Double Raid Banner? Weil wir wissen ja, in den Double Raid Bannern sind alle nicht featured LR, logischerweise nicht gefeatured, also alle außer LR Vegito und LR Gogeta mit Double Raids und wir haben ein GSS dort, heißt 95% Drop Rate für ein GSSR. Wir haben mit 10% aufgeteilt durch 169 Charaktere, das ist eben der GSSR-Slot, das sind die Nicht-Featured-Charaktere, normalerweise sind es 5%, aber Double Rates bei einem Logo sind es Double Rates und 10% aufgeteilt für die Anzahl an Featured-Charaktere, das ist aber bisher nicht relevant für LR-Charaktere, denn es war bis jetzt noch nie ein LR-Charakter in dem Double Rate-Banner gefeatured, das hat sich aber geändert, nämlich LR Trunks. LR Trunks, Freunde, LR Trunks und Mai sind featured. Das ist der Charakter hier. Diesen LR wollen wir heute pullen, wenn es klappt. Oder an sich einfach. Wir pullen einfach. Wir versuchen einfach unser Glück, Freunde, wie gesagt. Und zudem gibt es als Bonus einmal Mai und Kai. Mai und Kai. Kid Trunks und Mai. Und einmal Santa Claus. Diese fungieren wie ein LR Kai. Also geben wir auf die S10 Level ab. Und genau. Ja, so viel zum Banner, Freunde. Und ich kann verstehen, wenn man hier gesammelt hat. Weil es ist schon schmackhaft, wie gesagt, ist wohl wahrscheinlich eines der besten LR-Banner. Aber ich würde auch sagen, natürlich wartet noch ein bisschen, das war jetzt noch ein bisschen online. Wenn wir wissen, was die Movie-Charaktere getroffen haben, dann können wir sagen, okay, da und da können wir rein. Oder an sich, die Movie-Charaktere werden so oder so richtig geil. Die Sache ist die Animation, die tut mir gerade richtig weh, Freunde. Es sind Double Raids. Double Raids will man eigentlich SSR... Oh! Freunde, oh mein Gott.
Erster Multi-Legend, LR Trunks. Krass. Wir hatten so kein, wir hatten eine total trockene Animation, nichts Gehyptes, gar nichts. Und dann ziehen wir LR Trunks, den neuesten. Und der ist halt legit featured in dem Dub Raid Banner. Und natürlich, auch hier hatte ich natürlich wieder Glück, man kennt's. Aber die Sache ist die, irgendein LR aus diesem Banner zu ziehen, das darauf wollte ich hinaus, ist halt total schmackhaft. Und die haben es auf jeden Fall schmackhaft gemacht, weil danach werden sie bestimmt Hype raushauen. Aber deswegen wollte ich sagen, ich kann es verstehen, wenn man jetzt zusammen freuen, aber geht nicht, also... Ich hoffe, ihr habt genau, natürlich genauso viel Glück wie ich hier, dass ihr den sofort zieht oder in irgendein LR. Oh mein Gott. Freunde, gestern im Stream, Shoutout an jeden, der gestern im Stream war. Gestern im Stream habt ihr gesagt, ich habe euch gesagt, ey, morgen kommt die Rank-Ambition, ich werde dann wahrscheinlich Summon Multi raushauen. Und gestern im Stream habt ihr gesagt, du wirst ein LR ziehen. Freunde, vielen lieben Dank dafür, Freunde, für euer ganzes Glück. Es ist brutal, wir haben den neuesten LR und dann auch noch... Umso geiler auf der japanischen Version, weil ich habe ja Ingoku Black, heißt, ich kann ihn zusammenspielen im Time Travelers Team. Einfach. Und, Freunde, hier, Shoutout an euch. Wir streamen heute. Wir streamen heute. Im Streamplan steht es dran, zwischen 19 und 20 Uhr gehe ich live. Und auf jeden Fall, was wir heute machen ist, wir werden den Boy hier seine Essay fahren, werden awaken. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut im Stream vorbei, Freunde. Und es ist halt wirklich so... Es hört sich immer verrückt an, natürlich im Nachhinein, wenn man das sagt, aber irgendwie, keine Ahnung, er haltet mich für verrückt, aber irgendwie, oh, ich dachte gerade, boah, den habe ich auf, den hat sich auf Global, den hat, wow, okay, noch, oh, wir kriegen noch einen. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl, legit, kennt ihr das? Ich weiß nicht, wenn ihr es fühlt, dass irgendwas pullt, so verrückt es sich auch anhört, Freunde, legit, so verrückt es sich auch anhört. Krass, zu krass, wir sind legit einfach gezogen, es ist unglaublich. Es ist halt am Morgen, Freunde, 9 Uhr kam das direkt online, ich bin direkt aufgewacht, um zu producen, um das heute noch rauszuhauen, bevor ich aus dem Haus gehe. Und ja, an der Stelle habe ich auch noch mein Pyjama an. Aber für den LR hat es sich auf jeden Fall gelohnt, Freunde. Zu geil. Jetzt ist die Sache einfach im ersten Multi. Jetzt die Sache, will ich da noch weitergehen oder will ich die 500, will ich die 80 noch aufbewahren? Für das, was noch kommt, so die, wisst ihr, was ich meine? Weil wir haben den LR gezogen. Nee, komm, ich hab euch gesagt, auf 500 klatschen wir runter, komm, das machen wir noch, das machen wir, 500 klatschen wir runter. Wäre eigentlich vielleicht wirklich, wäre vielleicht sinnvoller, wenn wir die Singles nicht raus, aber komm, egal. Freunde, aber bei dem Banner bitte nur Multis machen, wenn er auf Multis kommt. Ich hab's gesagt und wir machen es, ich stehe zu meinem Wort, sag ich mal. Vegeta bekommt mit Singles an, Freunde, wir machen irgendwann zwischendurch auf jeden Fall noch ein, boah, ich dachte gerade, es hat so lange gedauert, dass es verwandelt. Noch ein Group Summon. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch sehr viel Glück. Heißt, macht euch bereit in irgendeinem Banner eurer Wahl, indem ihr summon wollt, summon werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Gleich demnächst, Freunde, wir machen noch. Wie machen wir das Ganze? Ja, wann hauen wir den Multi raus? Den Multi hauen wir am Ende raus, oder? Wir haben mit einem Multi angefangen. Lass uns mit einem Multi nachher aufhören. Lass uns das Ganze so machen. Und. Oh, zu geil. Genau. Genau, das, Freunde. richtig geil auf jeden Fall. Gut, aber wir sind hier noch im Single und genau, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe total verloren, was ich gesagt habe. Vergessen, was ich gesagt habe. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. 550. Muss ich aufpassen, dann klatschen wir ein Multi raus. Bei 550 machen wir quasi Schluss mit den Singles. Lass mal gucken. In Double Raids war da damals in Singles zusammen. Ist halt Double Raids, also ich meine. Damals habe ich in Double Raids gerne Singles am rausgehauen, aber jetzt haben wir natürlich GSR-Sort. Ne? Und GSR nimmt man mit, Freunde. Das ist eine nicht richtig gute Chance, um da quasi einen Nicht-Featured-Charakter zu ziehen, logisch. Aber der kann halt auch ein LR sein, weil alle Nicht-Featured-LR sind auch in diesem Banner hier an der Stelle. Ne? Aber ey, die Animation aus dem Banner, die hat es mir total. Die hat mir den letzten. Die hat es mir. Hey, ich sag so, wir wollen. Ich dachte so, wow, so was denn eins nichts ist da. Ich habe es gerade gesagt, ich will. Wir wollen. Es ist ein Double Raids-Banner, ich will SSR ziehen und dann. Habe ich nicht mal realisieren können, ist es Trunks und dann BAM! Bada boom, pow! Dann haben wir ihn halt legit noch gezogen. was geht? Genau das, Freunde. Genau das. Okay, zwei Singles haben wir noch. Lasst uns nach dem Single Groups machen. Wie gesagt, in irgendeinem Spiel eurer Wahl, macht euch bereit, ihr wisst, dass das Ganze läuft. Und dann hauen wir noch einen Multi raus und dann bleiben wir bei 500 auf JP, Freunde. Und hoffe ich auch, dass die Tage an die Movie-Charaktere kommen. Ich hoffe immer noch auf Freitag 1.12. Auf JP könnte es aber auch vielleicht ein paar Tage später sein. Und auf Global 1.12, wie gesagt, da bekommen wir Klarheit spätestens, weil wir dann eben
1.12. sollte eigentlich der Hit kommen. Aber morgen ist auch eine Wartung, wenn er mit dem Download morgen reinkommt. Dann könnte es auch auf jeden Fall was heißen, Freunde. Group Sometime, macht euch bereit. Ich ziehe gleich runter und dann könnt ihr mich auf jeden Fall gerne wissen lassen, was ihr gepult habt. Sei es in den Kommentaren, oh, muss das sehen, allein, okay. In den Kommentaren auf Twitter, Instagram, Discord, schickt mir eure Puls auf jeden Fall. In den letzten Tagen habt ihr wirklich sehr gut gezogen, in den letzten Group Summons, da sind auch die Eller geflossen. Gratuliere ich auf jeden Fall. Ich ziehe runter. 3, 2, 1, go. Baseform. In dem Double Raid Banner Baseform. Screencrack? Genau das, Freunde. Lasst es doch uns hier einmal sammeln im letzten Multi, Freunde. One last Multi in diesem Banner und legitimately, da müssen wir dann halt, wow, okay, ich bin, ja. Da müssen wir dann eigentlich nicht mehr rein. One last Multi, Freunde, und dann sind wir auf JP mit den 500. Auf Global habe ich mir die Grenze gesetzt bei 300. Und ja, 300 habe ich gerade, 300 Stars auf Global für das, was danach kommt. Ob ich bei Hits, einen Feature-Charakter haben wir. Ob ich bei Hits haben werde oder nicht, weiß noch nicht, Freunde. Deswegen brauche ich einfach Klarheit, um zu sagen zu können, okay, lohnt es bei Hits und so. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie Hits schmackhaft machen werden, weil er ja quasi zu Weihnachten kommt. Ich kann mir echt vorstellen, dass er mit einem Discount kommt, mit dem ersten Durchlauf, dass er reduziert wird, dass er mit Tickets kommt, etc., etc. Da wären wir einfach die Tage schlauer, Freunde. Wie gesagt, das meine ich mit Klarheit. Letzter Summon, letzter Multi für heute, Freunde. Und dann... Boah. Ein Feature haben wir noch. Es sind zwar viele S-Featured, aber hey, da unten ist auch Ella Trunks. Das ist eben das am Double Raid Banner. Messane, okay, Messane, kommen Sie her. Das hat das speziell an diesem Banner, Freunde, dass da auch ein... Oh, Chichi. Chichi, do you love me? Spaß, okay. Aber genau das, Freunde, schon zwei S. Einen haben wir noch im GS-Sort und eigentlich sollten einen Featured haben. Beziehungsweise so Featured, so Kombi-Animation bei solchen Banner können auch heißen, dass man drei S oder mehr zieht, mehr oder weniger. Wobei ich bei Nano gesehen habe, bei seinem letzten Video, da er hatte Chaozu und Tien und hat aber nur zwei SSR gezogen. Das hat mich gewundert, aber ihr wisst, bei den Animationen, da werden wir auch immer täglich schlauer. Normalerweise, wie gesagt, achso, Featured SSR, ich glaube, Featured Charakter, stimmt, nicht Featured SSR. Featured Charakter sind diese Kombis und die SR sind ja auch Featured, deswegen, okay. Ist schon unser letzter? Yes, it is, Freunde. So viel zum letzten. Genau. Ja, siehst du, die haben mir drei Charaktere gezogen. Aber auch dieser Trunks ist, glaube ich, featured oder so. Machst du. Jedenfalls. So viel zum heutigen Video, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank für die Predictions im Stream. Vielen Dank für die Predictions im Stream. Ich sag mal, Junge, ich stehe auf um 9 Uhr. Und hau dann Multi raus. Hau dann Multi raus. Wir haben legit unser Ziel erreicht, Freunde, würde ich mal sagen. Ich wünsche euch auch an der Stelle wirklich sehr, sehr viel Glück. Hoffe, ihr könnt das ziehen, was ihr wollt. Beziehungsweise, wenn ihr euch auch ein wenig gedulden könnt, wartet erst ab. Hört sich strange an. Ich summon jetzt und sage euch, wartet zwar ab, bis wenigstens zum 21. oder beziehungsweise bis wir Klarheit haben, was die Charaktere drauf haben. Aber ich kann verstehen, wenn ihr auch summonet, weil das Banner ist wirklich sehr spicy. Dennoch, wenn ihr abwarten könnt, dann wartet ab, Freunde. Und vielen Dank für den Pull, würde ich mal sagen. Wenn ihr heute Lust und Zeit habt, schaltet in den Stream ein, da tun wir den Boy erfarmen, seine Essay awaken und so und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schaut in den Stream, in die Beschreibung, da ist der Streamplan oder auf Discord oder auf Twitch. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vielen Dank, Freunde, wirklich vielen Dank für die ganze Unterstützung. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.